Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Twins Talk. Wir sind Anna und Maria. Und ich würde sagen, ja, Maria trinkt schon. Leute, wir haben ein richtig geiles Sirup. Das soll nach Joghurt, Heidelbeere oder wer sagt Heidelbeere, Blaubeere? Sagt ihr Heidelbeere oder Blaubeere? Also eindeutig Blaubeere, oder? Ja, Heidelbeere, das klingt komisch. Nee, ist da noch Joghurt und Blaubeere schmecken und ich finde, es schmeckt eins zu eins so. Ich finde es zwar trotzdem etwas komisch im Wasser, aber trotzdem mag ich es eigentlich. Wäre das jetzt noch Milch, wäre das ein Endlevel. Aber Leute, Game Changer, wenn ihr schwer oder wenn es euch schwer fällt zu trinken, Zu trinken. zu trinken, ja, dann nehmt euch irgendwie, entweder macht euch da Zitrone rein oder irgendwelches geiles Zero-Sirup oder so. Ist Game Changer, ist der absolute Game Changer und ihr, ja, dadurch könnte ich immer so viel trinken, weil, ja. Und wenn ihr nicht so auf Sirup, Süßstoff seid, dann es gibt auch so Minze oder macht euch Zitrone rein oder auch im Laden gibt es so Zuckersirup-mäßig, so Himbeer, irgendwas. Ist Ach zwar nicht so. so, ja, gesund an sich, Zucker und so, aber ja, im Endeffekt, man macht da wenig rein. Naja, ist auch komplett egal, es hat gerade nichts mit dieser Folge zu tun, aber das wollten wir einfach mal gerade mitteilen. Und ja, Leute, die Folge wird, ich sage es immer wieder, aber die wird, ja, wir werden euch ein paar kleine Insights geben, soweit es uns möglich ist. Denn ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen bei Instagram, bei TikTok oder sonst wärt ihr vielleicht auch nicht auf diese Folge gegangen, weil es euch ja sonst wahrscheinlich nicht interessieren würde. Und zwar waren wir bei der Show. Oder ja, sind wir, die Show läuft ja jetzt noch. 99, einer schlägt sie alle mit dabei gewesen, beziehungsweise sind mit dabei. Also es ist wie gesagt gerade noch mitten in der Ausstrahlung. Die erste Folge lief jetzt am Montag und es sind noch vier weitere Folgen. Ob wir jetzt alle vier Folgen dabei sind, können wir natürlich nicht sagen, weil in der letzten Folge, ja, werdet ihr natürlich sehen, wer gewonnen hat. Und ja, deswegen, wir dürfen natürlich keine Auskunft geben, wie weit wir gekommen sind. Deswegen wird es sich jetzt mehr auf diese erste Folge beziehen und allgemein über die Show und auch ein paar, ja, Insights, wie dort die Dreharbeiten waren für Oder wie uns, wir uns gefühlt haben, weil ja, ist ja doch eine individuelle Situation. Aber erstmal vorab, bevor wir anfangen, wie geht's dir? Wirklich, Leute, ich habe die Nacht übrigens im Garten geschlafen, weil der Himmel war so klar, so richtig. Klar, ich habe dir die Sterne, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich lag abends auf der Couch, habe noch was am Laptop gemacht, habe noch was gearbeitet und dann sehe ich nur bei jemandem im WhatsApp-Status, wie die Person den Himmel fotografiert hat und die Sterne ganz klar zu sehen waren. Und dann habe ich direkt rausgeschaut, habe gesehen, boah, was ein Zufall, ich wohne in derselben Stadt, bei mir ist der Himmel auch frei, oh mein Gott. Nee, aber ich habe das dann so gesehen und dachte mir so, boah, die Sterne waren so richtig, es waren extrem viele Sterne am Himmel. Zumindest kam es mir diesmal ziemlich viel vor und auch groß. Und dann dachte ich mir, komm, das wolltest du sowieso mal machen, bevor es wieder kälter wird. Dann habe ich mir die Matratze rausgenommen und hinter unser Poolhaus gelegt und habe mich dann dort hingelegt und habe dort geschlafen. Und nachts ging auf einmal diese Poollüftung an, da kommt kalte Luft rausgeblasen und ich lag direkt dort neben. Das heißt, dieses kalte Luftgebläse hat komplett gebläse, hat komplett auf mich geblasen, sodass ich aufgewacht bin. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber auf jeden Fall habe ich sehr gefroren. Dann habe ich mir eine Winterjacke angezogen, habe probiert weiter zu schlafen, aber 2 Stunden später bin ich wieder aufgewacht und das war mir dann zu kalt. Dann habe ich mich reingelegt ins Gästezimmer, also nicht in mein Bett. Ja, dann ging es. Aber bis 3 Uhr nachts habe ich da auf jeden Fall draußen geschlafen. War trotzdem sehr schön, so einzuschlafen. Sehr empfehlenswert. Und ansonsten geht es mir sehr gut. Es läuft aktuell. Leute, Also, wir dürfen euch so viel noch gar nicht sagen, aber ihr werdet das alles bald erfahren. Und es ist alles so, es passiert so viel. Und also also, gestern hatten wir, glaube ich, also wir haben was erfahren und wir haben den heftigsten Schreianfall unseres Lebens wir gehabt. haben die ganzen Nachbarn, die Also, ganzen. unsere Nachbarn sind da nicht so nah an uns, so, weil wir wohnen so am Feld und so, aber hinter uns sind ja so Nachbarn so und safe habe ich das gehört, wirklich so laut. Unser ganzes Dorf, unsere ganze Stadt hat uns das gehört. Also wirklich, gut, Papa hat es nicht gehört und er war im Haus, aber es war wirklich sehr laut. Ja, und aber nicht nur deswegen, sondern auch,
gerade meine Lebensumstände sind sehr positiv, würde ich es mal so nennen. Es passiert so viel, man ist so voller Freude und wir sind gerade so, also so dankbar, auch irgendwie leben zu dürfen. Das klingt so richtig kitschig und so richtig cringe, aber Leute, irgendwie, wir leben einfach gerade unser Traumleben. Ja, sage ich mal. Also ihr wisst ja Leute, vor 2 Monaten haben wir gekündigt und haben uns komplett auf Social Media gestürzt, nenne ich jetzt mal, fokussiert. Wir coachen ja auch. Und haben viele andere Projekte am Laufen, die ihr noch alle gar nicht wisst, weil es ist alles noch am Laufen. Und ich hasse es auch mal, wenn man sowas anteasert, aber noch nicht erzählt. Und ja, erzählt doch. Aber ihr werdet sehen, was alles noch kommt. Es wird einfach heavy. Es wird krass. Ja. Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Also alles, was ihr seht, nimmt auch Zeit in Anspruch. Aber so, was wir alles so planen nebenbei, das ist schon sehr aufwendig. Und ja, das ist einfach, wo wir sagen, boah, das erfüllt einen. Und auf jeden Fall auch danke nochmal an euch für den Support, für tägliche Nachrichten, DMs aktuell. Weil ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und es ist aktuell so viel positiv, wenn ich es mit früher vergleiche, da kamen schon auch positive Dinge, aber auch so negative Dinge. Und da merkt man, okay, wir haben uns extrem gut weiterentwickelt. Und ja, das werde ich auch von euch hören, von unseren Teilnehmern, bei unserem Coaching zum Beispiel. Einfach dieses positive Feedback und dass wir einfach gerade unseren Traum leben können, ist so unbeschreiblich. Und das soll nochmal so ein kleiner Reminder sein. Lebt euren Traum. Also es muss realistisch sein natürlich und man sollte immer einen Plan B haben. Also wenn ihr in einer Ausbildung seid und ja, macht die Ausbildung wenigstens zu Ende oder so und brecht nicht die Schule ab. Also seid trotzdem vernünftig. Aber in unserer Situation war das jetzt so, wo ich sage, boah, ich bereue es nicht. Also macht, arbeitet was, was euch Spaß macht. Sei es auf dem Bau, wenn euch das so Spaß macht oder whatever. Macht das, was euch Spaß macht. Und früher dachte ich immer so, boah, also als Kind denkt man immer so, du musst dir mal abgewöhnen, du sagst immer, boah, ja. Alter, geil, boah. Nee, aber früher dachte ich mir als Kind, es muss ja nicht Spaß machen, Hauptsache das Geld stimmt. Und, aber im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht so, weil man muss langfristig denken und langfristig kann man keinen Job machen, der einen keinen Spaß macht, dann wird man einfach nur selber verbittert und irgendwie, weiß ich nicht. Total. Und ja, es ist einfach so unglaublich, Leute, das Wetter ist schön in Deutschland. Irgendwie, ich weiß es nicht, es ist gerade einfach so geil. Selbst wenn es jetzt regnen würde, wäre die Stimmung vielleicht etwas schlechter, weil meistens beeinflusst das Wetter das ja auch so ein bisschen, aber ich bin sehr positiv und ich bin gerade sehr glücklich in meinem Leben. Es gibt wenig Probleme oder zumindest nehme ich Probleme als nicht so groß da. War da. Also wirklich, ich würde sagen, boah, uns schreiben auch sehr viele oder bekommen wir auch im Umfeld mit, wie wir das Feedback bekommen. Ihr strahlt viel mehr, ihr seht viel glücklicher aus und das merke ich auch in mir, mal abgesehen davon, dass ich irgendwie heute total müde bin, aber das hing vielleicht auch mit der Nacht im Garten zusammen, man weiß es nicht. Aber mir geht es einfach gerade richtig gut und ich merke einfach, wie wir uns richtig weiterentwickeln, auch wir beide, dass wir uns für jeder für sich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch auf Instagram gesehen, unser Content wird, also ändert sich immer so ein bisschen mehr in die Gesundheitsrichtung. Also, weil wir haben gemerkt, zum Beispiel der viele Fitness-Content im Gym. Ich glaube, viele, die vielleicht auch in einer Essstörung sind, triggert das, wenn sie einfach sehen, wie eine Person oft im Fitnessstudio ist, viel trainieren ist. Wir sind jetzt nicht oft, wir sind 3-mal die Woche im Fitnessstudio, das ist jetzt nicht, wo man sagt, aber ich finde halt, wenn man jetzt nur Gym-Content postet, alles perfekt zeigt, so, dann, ich weiß nicht, bei uns, ich glaube, die meisten Zuschauer haben auch eine Geschichte hinter sich, dass sie sagen, okay, die haben vielleicht eine Essstörung gehabt oder haben eine und wollen da rauskommen, dann so, oder so Inspos und dann oder den Gym-Rate, die nur Gym-Content postet, nicht das Richtige. Genau, oder wohl einfach nur eine gesunde Inspiration sammeln für Fitness, Sport. Und wir haben selbst, weil es uns triggert, sind Leuten entfolgt, die... Ja, das siehst du jede Folge. Jede Folge nicht, aber... Doch, hast du schon dreimal erzählt. Aber nicht jeder hört jede Folge. Nein, wir sind auf jeden Fall bewusst,
halt Leute entfolgt, die auch nur Fitness-Content machen, Fitness-Ernährung, weil es einfach triggert und zeigt nur das perfekte Leben. Und wir zeigen so eigentlich von jedem was, aber hauptsächlich auch viel, keine Ahnung, wenn wir jetzt was zeigen, was einen Perioden-Recovery-Bezug hat, dann sagen wir das auch wie, keine Ahnung, wir essen unser Porridge und machen da Schokolade drauf, dann schreiben wir sowas wie dazu, noch was sowas wie, dass Schokolade nicht schlecht ist, so, und auch Zucker nicht schlecht ist und das, was man sich auch gönnen kann und so, dass man auch leben sollte, ja. Also im gesunden Rahmen, würde ich mal sagen. Mhm. Und einfach dieses Reality, weil keiner ist perfekt im Leben. Aber gut, ich muss sagen, das haben wir schon immer gemacht. Ich habe mich nie für ein Video extra geschminkt oder nochmal aufgenommen, weil ich mich versprochen habe oder so. Ich glaube, nicht aus dem Grund, weil wir das vielleicht unbedingt zeigen wollten am Anfang, sondern mehr aus, weil wir zu faul waren, einfach gesagt, es ist mir doch egal, was die jetzt über mich denken. Ja. An sich eine gute Einstellung und auch wegen Zeitgründen. Also ich frage mich, wie wir das haben. Also vor 2 Monaten, da hatten wir noch zusätzlich einen 40-Stunden-Job. Wie haben wir das geschafft? Ja. Ich glaube, das fragt sich, unsere Mama fragt sich das jetzt, wie sie es damals mit 3 Kindern geschafft hat. So. Und das frage ich mich jetzt, wie wir das geschafft haben. Klar, jetzt hat man mehr Fokus und macht schon mehr in dem Social-Media-Bereich noch. Aber trotzdem, das war so ein Hustle, ein Hamsterrad. Oh mein Gott, ich bin verzweifelt, wenn ich daran denke. Das zeigt mir jetzt gerade einfach, dass wir alles richtig gemacht haben. Ja. Weil wir haben jetzt auch viel mehr Zeit für uns und das tut uns auch richtig gut. Wie ihr auch merkt und wie wir auch merken und wie viele auch merken. Einfach viel mehr Zeit für Freunde, für soziale Kontakte, was wir auch brauchen. Jetzt mal eine ganz cringe Sache. Also es ist vielleicht ein bisschen cringe, wenn ich das sage. Aber gestern Abend, ich hatte so ein richtiges Dankbarkeitsgefühl und habe so zu Gott gesagt, boah, danke, dass ich leben darf und so. Also ist vielleicht etwas komisch, aber ist schon ein bisschen cringe, aber ist okay. Ich habe es auch manchmal. In letzter Zeit, wir kommen jetzt richtig cringe wirklich rüber, aber ich bin nachts aufgewacht und der Himmel war wieder so richtig. Vielleicht hat das mit unserer Kündigung zu tun, dass wir jetzt so, keine Ahnung, so. Weißt du, so cringe werden. Nein, ich bin nachts aufgewacht und habe mich im Bad, haben wir so ein Fenster, habe es geöffnet, habe mir ein Handtuch übergeworfen und habe mich auf das Fensterbrett gesetzt und habe das Fenstersperren halt aufgemacht und habe kurz in den Himmel geschaut und war einfach so saß da eine Viertelstunde nachts um 3 oder so. War danach noch, na gut, ja, ob ich jetzt noch auf Toilette war oder nicht, das sind jetzt Infos, die unwichtig sind, aber es ist Schnaps, Leute, es ist gerade 16.16 Uhr und in letzter Zeit schaue ich so oft auf die Schnapszahl. Und wisst ihr was? Ich erzähle kurz noch die Story zu Ende. Und zwar, ich saß heute auf jeden Fall am Fenster und war einfach so dankbar und bin dann schlafen gegangen und war happy. Jetzt nochmal zurück zu der Schnapszahl. Das war so eine richtig random Story. Ja, das war eine richtig random Story. Also richtig unnötig auch, aber ein bisschen cringe. Aber ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo cringe. Ja, ne. Auf jeden Fall, was ich dir sagen wollte, zu der Schnapszahl, ich achte in letzter Zeit vermehrt darauf. Oder zumindest, weiß ich nicht, ich habe mich damit beschäftigt mal, was Schnapszahlen eigentlich sind oder warum oder welche Bedeutung die haben. Und jedes Schnapszahl zu der Uhrzeit hat eine bestimmte Bedeutung. Also 16 oder 16 heißt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast einen Schutzengel oder so. Weiß ich nicht. Ist nicht 16 oder 16, ich glaube, das war... Wusste ich gar nicht. 20, ich habe es letztens mal gegoogelt und es gibt auch andere Zahlen. Ich glaube, 21.12 Uhr ist auch so eine Zahl, wo irgendwas ist. Also, es wäre sehr interessant auf jeden Fall. 21.12 Uhr sehe ich oft. Ja. Okay, Leute, das wird jetzt sehr uninteressant. Das wird jetzt sehr, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nee. Naja, egal. Auf jeden Fall egal, so viel dazu. Und geht auf jeden Fall gerade sehr gut. Ja. Aber das ist immer eine Sache der Selbstwahrnehmung. Ich glaube, es gab sicherlich mal Situationen, wo wir vielleicht in einer besseren Situation waren, aber es zu dem Zeitpunkt nicht so wahrgenommen haben. Aber wann waren wir in einer besseren Situation? Vielleicht in der 5. Klasse? Genau, vielleicht als die erste Schulwoche und man noch keine Noten bekommen hat, so nach dem Motto. Ja, vielleicht. Aber dann hat man es dort nicht so wahrgenommen. Ja. Da war man nicht so dankbar. Wären wir jetzt dort, dann in der 5. Klasse, wäre es vielleicht noch besser zum Beispiel. Aber jetzt haben wir deutlich mehr Probleme im Leben als in der 5. Klasse. Klar, logisch, Leute, man wird älter, es kommen halt Probleme. Oder Probleme, ich sag mal Hürden.
Aber man nimmt es halt anders wahr und nimmt's dann, macht sich da weniger Stress. Und ich glaube, das ist so, wo man mit sich selbst dann klarkommen muss. Andere Menschen, die in unserer Situation sind, finden das vielleicht richtig kacke, sind total unglücklich oder manche sind noch glücklicher, kann ja auch sein. Aber man muss, glaube ich, immer an sich selbst arbeiten, um glücklich mit der Situation zu sein. Hm. Naja, bis zum Schluss mit diesem poetischen Gelaberer, wenn man das so nennt. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Erstmal, wie war es für dich, dich im Fernsehen zu sehen? Also, wir waren ja schon mal zweimal bei RTL und Sat.1 auch beim Frühstücksfernsehen oder beim RTL-Magazin für, die haben eine Reportage oder einen Bericht, besser gesagt, Reportage, einen Bericht über uns gemacht, so 5 Minuten oder so. Das war auch, oder ich meine, wenn jetzt Magazin oder Zeitungen über uns berichten, ist es noch was anderes, weil, also, das ist, da redet man nicht so und wirklich, okay, dazu komme ich später, aber wie war es für dich so, weil das war ja dann so richtig Reality im Endeffekt, ja. Wie reagierst du? Wie bist du drauf? Genau, also es wird nicht nochmal gedreht, das ist so, weißt du, als RTL bei uns war oder Sat.1, da hätte man es nochmal drehen können, da kann man so, das ist ja da gespielt, sage ich mal so, aber jetzt hier ist es natürlich alles live und, also, nicht für euch live, aber live. Die Reaktion live. Ja, ja. So. Und also es war ein bisschen cringe. Ich habe wirklich versucht, deutlich zu reden, nicht sächsisch zu reden. Also wir reden, also so wie wir reden, reden wir auch so. Aber ich gebe mir schon so ein bisschen Mühe, dass ich nicht so nuschel. Aber das hat eigentlich nichts mit sächsisch zu tun. Aber ein bisschen hört man trotzdem, dass wir aus Sachsen kommen. Auch wenn es jetzt nicht so ganz stolz ist. Der wie Bart. Ja. Auch wenn es nicht so ist wie jetzt bei Familien, die so richtig schon 50 Jahre alt sind und so richtig sächsisch sind. Aber man hört trotzdem einen Akzent bei uns. Leute, wenn ihr denkt, dass wir sächsisch reden, dann habt ihr noch nicht andere Menschen in Sachsen gehört, die richtig sächseln. Ja, also das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das sage ich euch. Bei uns... aber es sagen auch viele Leute, dass wir so Hochdeutsch sprechen, dafür, dass wir aus Sachsen kommen. Ich glaube, für Sachsen reden wir schon recht normal, aber ein bisschen ist es trotzdem drin. Ein bisschen ist es schon drin, oder? Ja. Dass du sagst, dass du ein bisschen sächsisch redest. Ja, so rede ich gar nicht. Ich rede also, so wie wir mit euch mal reden, auch bei Instagram und so, so rede ich auch im Alltag. Ja. Boah, ich könnte das nicht. So jetzt oder so. Boah, geht gar nicht. Ja, ja, geht jetzt. Das heißt jetzt, nicht jetzt. Oh, ja. Boah. Ja. Aber Ina, no front, wenn es jemand macht. Aber ja. Boah, ich könnte nicht mit so einem Menschen zusammenleben. Nicht? Also ich würde es davon jetzt nicht abhängig machen. Ja, aber es wäre schon ein Abfuck. Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Aber am Ende übernimmt man dann den Akzent. Naja, dann ist es halt so. Naja, zur Frage zurück, wie es war, mich im Fernsehen zu sehen. Also es war ja jetzt nicht direkt was komplett Neues, aber ja, es ist halt doch anders, wenn ich mir denke, hättest du das so... Ich habe jetzt nichts bereut, was ich gesagt habe. Aber ich muss sagen, wir hatten ja zu der Zeit noch einen Pony. Das ist ja jetzt die Aufzeichnung war ja schon ein Stück her. Da hatten wir noch unser Pony und ja... Also frisurentechnisch hätte ich da vielleicht was anderes gemacht. Oder ja, ich bereue nie was ich nicht gesagt habe. Ich bereue nie was ich gesagt habe, sondern eher, was ich noch ergänzen hätte können. Ja. So. Aber im Endeffekt so. Aber ich fand es irgendwie cool, sich zu sehen. Und klar haben wir vor der Kamera geheult und so. Aber Leute, der Druck und der Adrenalin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon bei den ersten Spielen, also das war glaube ich das vierte Spiel. Es war ja der erste Tag oder so, so emotional werde. Aber krass, was das mit einem macht, hätte ich niemals gedacht, Leute, dass das so krass ist. Auch, dass du bist ja mit 100 Kandidaten, du kennst keinen. Und du musst, also oder du bist ja irgendwie gezwungen, dich mit Leuten zu unterhalten und so. Und Leute... Wir sind so eine Family geworden, alle haben sich so gut verstanden. Da sind wirklich richtige Bindungen entstanden. Auch jetzt stehen alle noch gut in Kontakt. Und man sieht sich immer mal. Also wirklich einfach krass. Und das war es schon komplett wert zu sagen, okay, ich nehme noch teil. Aber es gab natürlich noch viele andere Dinge, die es wert war, zu sagen, boah, es war eine geile Erfahrung. Und
Danach sind wir da rausgegangen und haben gesagt, es war wirklich die schönste Zeit in unserem Leben. Auch mit irgendwie die schlimmste, weil dieser Druck, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist so eigentlich total, weiß nicht, klar, für die Zuschauer sieht das aus, ach, einer wird schon letzter sein, so. Ja. Aber trotzdem, irgendwie denkt man trotzdem, man kann ja immer der Letzte sein. Irgendwie ist der Druck. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir nochmal die Show erklären sollen, für die, die es noch nicht so... Also wir können ja mal eine Kurzfassung machen. Und zwar heißt die Show 99, einer schlägt sie alle, wird auf Sat 1 ausgestrahlt. Und dort gibt es 100 Kandidaten, 99 Minispiele und der Gewinner gewinnt 99.000 Euro. Und diese Minispiele sind so Random-Spiele. Also sind keine Sportspiele unbedingt, Glücksspiele oder so ein bisschen Wissen vielleicht auch mal. Und wenn du halt nie Letzter bist, hast du gewonnen. Also wenn du der Letzte bist, bist du raus. Aber wenn du Vorletzter bist, bist du noch weiter. Es fliegt quasi jedes Spiel einer raus. Ja, eigentlich simpel. Und ich muss sagen, hast du die Sendung vorher gekannt? Ich habe die, ich glaube, vorher nicht gekannt. Wir können ja mal darauf eingehen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns dort zu bewerben. Und zwar hatten wir sind in so einem Casting-Programm drin, wo man immer mal so Vorschläge, Anfragen bekommt. Ja, wäre das was für dich? Bewerb dich da und da. Genau. Und ein Jahr, also 2021, da waren wir noch in der Ausbildung und da kam das schon für die Staffel davor oder für zwei Staffeln davor. Und da hieß es ja in 3 Wochen in Holland und bla bla bla, aber wir waren halt noch in der Ausbildung und wir hätten Kasse machen müssen oder so. Und wir dachten so, wo machen wir das jetzt? Und dann waren wir so vernünftig, haben gesagt, nee, machen wir nicht, aber so, weil in 3 Wochen, ich glaube, wir hatten auch Prüfungen oder so. Ja, es war eine ganz ungünstige Zeit. Es hat nicht gepasst. Und wir haben uns so geärgert, gedacht, oh nee, fuck, ey, scheiße, das wäre so cool gewesen, weil das Interesse ja wirklich da war und wir wirklich noch Leute gesucht haben. Anscheinend haben es andere Leute gefunden. Und ihr könnt euch jetzt übrigens schon für die nächste Staffel bewerben falls es euch interessiert. Und genau, dachten, okay, schade. Und ein Jahr später kam wieder so eine E-Mail und da haben wir uns da beworben und wurden auch genommen. Und ja, warum wir eigentlich teilgenommen haben, uns ging es gar nicht ums Geld, also gar nicht zu sagen, boah, 99.000 Euro kann ich mal gebrauchen. Ich glaube, so weit denkt keiner, der sich da bewirbt. Ja, weil 100 Kandidaten, Leute, ist heavy. Also wie viele Spiele sind das dann? 99 ja, oder so? Ja, macht man, also die Wahrscheinlichkeit ist halt 1 zu 99, oder? Ja, genau. Jedenfalls sehr gering und deswegen denkt man gar nicht so weit. Deswegen haben wir uns einfach beworben, weil erstens ist es eine Erfahrung, zweitens, es macht ja auch Spaß, du findest neue Freundschaften und ja, einfach diese Erfahrung, Leute, wir lieben das einfach, mega, extrem und es hat ja auch Spaß gemacht, ja, auch wenn es natürlich eine Drucksituation ist, wenn du dort zwar, keine Ahnung, Frösche in eine Schüssel werfen musst, aber ja, in einer Drucksituation, dann nimmst du das halt anders wahr, als wenn du das jetzt mit Freunden im Wohnzimmer spielst, so, ja. Leute, ich habe dann teilweise nachts von dem Ton geträumt, von dem, wenn jemand ausscheidet, oder von dem Startton. Wenn ihr geschaut habt, die Sendung, dann wisst ihr, welchen Ton ich meine. Oder von der Drohne, die wurde ja mal mit der Drohne gefilmt. Ich habe teilweise von der Drohne geträumt oder habe die abends und nachts im Bett gehört und war so, oh mein Gott, ey, was ist das wirklich? Ist einfach so. Und ja, dann haben uns auch viele gefragt, wie das dort mit den Drehtagen war, also ob wir die Handys abgeben mussten und so weiter. Die Handys mussten wir eigentlich schon abgeben. Also wo wurde es denn gedreht? In Duisburg, oder? Genau, Duisburg, glaube ich, in so einer Halle. Und ja, in der Halle, wir durften kein Handy, also wir haben das früh, wurde es einfach eingezogen und abends nach Drehschluss hat sie da wieder bekommen. Also wir hatten jetzt keinen direkten Handyentzug, nur halt in der Halle, logisch, damit keine Fotos gemacht werden und vorher veröffentlicht werden. Komplett verständlich, war aber auch sehr gut, weil wir hatten dann den ganzen Tag dann schön, konnte man sich mit den Leuten unterhalten. Und man war natürlich im Fokus so. Man war einfach fokussiert. Ja. Auch wenn es nicht immer gut war, wenn man sich so im Kopf macht. So immer so, was kommt als nächstes oder so, aber. Ja, mega. Weil wir wussten ja vorher nie, welche Spiele gespielt werden. Ja. Weil sonst könnte man sich ja vorher vorbereiten oder so. Ja. Ist glaube ich ganz gut so und ist ja auch richtig so, ist ja. Dieser fair ablaufen. Ja. Also es lief dann einfach so ab, wir sind früh
aufgestanden, haben gefrühstückt und sind dann halt direkt los und kamen meistens abends zurück. Aber es waren halt alle Kandidaten waren in einem Hotel untergebracht, sind dann dort hingefahren oder wurden hingefahren und dann dort halt den Tag verbracht, sage ich mal, den Drehtag. Man hatte natürlich wirklich richtig schön viel Zeit zwischen den Spielen. Da gab es ja Pause, wo das umgebaut werden musste und so. Da haben wir uns natürlich viel mit Leuten unterhalten und so hat sich die Bindung auch extrem aufgebaut. Auch abends dann im Hotel saßen alle zusammen und das ist natürlich wirklich, wo man sagt, da lernt man wirklich richtig viele neue Charaktere und Menschen kennen, was richtig krass war. Ja, es war ja wirklich, ich glaube, wir waren die Jüngsten mit einer der Jüngsten. Ich glaube, wir waren die Ich glaube, die waren die Jüngsten Jüngsten. mit zwei anderen waren auch so alt und so alt wie wir. Ja, da steht übrigens immer noch 19 da, aber wir sind jetzt ja schon 20. Ja. Aber logischerweise, da waren wir halt noch 19. Und da steht auch noch Justizfachwirtin da, Ja. wo wir ja jetzt nicht mehr, aber ja, ist auch egal. Im Endeffekt, zu dem Zeitpunkt war es ja noch so. Und was krass war, als wir, also nach dem Dreh, jetzt genau, ohne jetzt zu sagen, wann er für uns zu Ende war, war es so, wir sind einfach so komplett in wie so ein Loch gefallen. Ich glaube, das werden jetzt die wenigsten von euch sagen, aber oder behaupten können, jeder, der schon was schon mal hatte oder mitgemacht hat, das wahrscheinlich die wenigsten von euch gemacht haben, in so einer Show mitgemacht oder wo auch immer. Ich glaube, weil andere Kandidaten hatten auch geschrieben, dass es nach dem Ausscheiden, nach dem Gewinnen, was auch immer, nachdem sie halt nicht mehr, nach den Dreharbeiten halt für diejenigen vorbei waren, dass es halt, dass sie auch, dass es einfach traurig war irgendwie. Ja, also man ist einfach so in ein Loch gefallen, jetzt unabhängig davon, Dass alles ausgegangen wie ist. das ausgegangen ist für die jeweiligen Kandidaten. Viele hatten das und wir auch. Dass man danach in so ein Loch war, was ist jetzt vorbei? Du musst wieder in die Außenwelt, wieder andere Menschen, weil man war ja doch dort, Zivilisation. ja, man war ja doch schon ein Stück abgekapselt und Man hatte nur so seine, man war in so einer Bubble irgendwie. ja, man hatte nur so seine Leute, die man halt kennt, Kamerateam, die Kandidaten. Und schon nach, gefühlt schon nach einem Tag, irgendwie nach einem Drehtag, war schon so, okay, ich habe nur noch das im Leben, nichts anderes ist mehr um mir. Der Fokus war extrem Ja. krass, krass da. Also es war schon krass irgendwie. Ja, und deswegen wirklich nach dem Dreh. Und dann mussten wir wieder arbeiten gehen. Und auch bei manchen erzählen, dass wir, also weißt du, dass wir, Ach so, na, ja, das, nee, machst du mal nicht. okay, machen wir nicht. Vielleicht mal ein anderes Mal. Zumal es ja auch noch nicht bekannt ist, dass das passiert ist und so. Ach so, okay. Ja, gut, kurze interne Gespräche beim Zwillingspaar hier. Nee, und wir mussten danach wieder arbeiten gehen. Und das war dann so, bist du auf Arbeit und die Gedanken waren immer nur, okay, vor einer Woche warst du noch dort. Da warst du noch mittendrin, da warst du bei dem Spiel, da war das. Und es war so komplett random, ungewohnt. Das war wie so, als wärst du so in einem. Du kennst das so, keine Ahnung, so Nintendo, Mario Bros. Oder sowas. Ja. So in so einem in so Minispielen drin und du bist da in diesem Nintendo gefangen und musst alle besiegen. So. Hat sich angefühlt. Naja, also fällt mir jetzt nicht direkt in den Kopf Ja, ein. oder so Mario Party oder sowas, wo du so Minispiele machst. Ja, wo Mario Party, bestes Spiel, haben wir das Ja, mal? ja. Boah, beste Leben. Das war Lieb gut, ich. das war gut. Ja. Aber nee, das war schon, es war krass. Ich glaube, ich habe mich Also. schon nie so depressiv gefühlt. Also, es waren jetzt keine Depressionen oder so, aber ich war so, es ist vorbei. So, irgendwie, ja, irgendwie, Es weiß ich war nicht. krass. Und das war doch auch erstmal so, dass wir hatten dann noch eine Woche Urlaub oder irgendwie so. Wir hatten noch Urlaub. Und dann sind bevor wir dann arbeiten gegangen sind, waren wir noch in Thüringen ein paar Tage wandern. Und dann war das auch so richtig scheiß Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet, es war arschkalt, Leute. Wirklich. Also, es war dann noch so ein bisschen im Loch und dann noch das. Es war wirklich. Dann lief was im Programm bei uns noch scheiße. Ja, also ist wirklich alle negativen Dinge, die eigentlich gerade so um sich sind, sind alle in diesen paar Tagen passiert, wo wir uns dachten, was habe ich dem lieben Gott getan, dass das jetzt so kommt. Aber jetzt rückwirkend kann ich sagen, okay,
it's okay, du lernst daraus, aus diesen Dingen, die dort passiert sind. Hat nichts mit der Show zu tun, aber einfach. Ja. Und ja, aber dann ein paar Tage, als man wieder zurück war, zu Hause, im Arbeitsalltag, ging es dann ab. Es hat schon ein bisschen gebraucht, wo ich sage, so. Also ich glaube, danach, als ich im Loch war, dachte ich mir so, boah, würdest du dir das jetzt nochmal antun, um diesen, weißt du, also diesem Loch da. Es hat bestimmt so 3-4 Tage gebraucht, bis man wieder so back war. Ja. Und aber das ist halt so, du warst an den Drehtagen so, also wir waren halt sehr angespannt. Ich weiß nicht, ob es bei allen Kandidaten war, bei vielen ja, aber man hat da so eine Drucksituation und nicht, weil ich mir denke, boah, du musst das gewinnen, du willst unbedingt eine Runde weiter, sondern ich mache mir selbst immer den Druck und es ist eine komplette Ausnahmesituation und dadurch war man halt den ganzen Tag so wie auf Strom und abends im Bett, oh mein Gott. Ich glaube, so als das letzte Spiel am Tag so gespielt wurde, warst du so, oh. Und dann eine Nacht wieder ruhig schlafen und morgen geht der Spaß von vorne los. Es wurde auch am Wochenende durchgedreht, also man hatte keine Pausentage. Ja. Und es war aber gut, dass es einfach gut durchgedreht wurde und Pausentage wären, glaube ich, nicht gut gewesen. Oder ich weiß, man ist halt so im Game drin, aber irgendwie, das war, aber ich fand es trotzdem schön. Es war irgendwie eine schöne Zeit und dadurch, dass es allen so ging, war man halt auch nicht alleine. Also war irgendwie, man konnte sich mit den anderen gut austauschen, auch die, keine Ahnung, Beispiel 3 schon rausgeflogen sind oder so. Trotzdem wissen die dann, wie es war. Man hat geschrieben und so. Und das war einfach deswegen richtig gut. Also wissen eigentlich alle, was alles so. Das ist halt ja, cool. Ja, viele. Und wir können mal ein bisschen auf die erste Folge, die jetzt schon ausgestrahlt ist, eingehen. Also erstmal kann ich immer ganz kurz sagen, ich bereue auf keinen Fall die Teilnahme. Es war die beste Entscheidung. Ich würde nicht sagen, die beste Entscheidung meines Lebens, aber es war schon eine sehr gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Und das einfach mitzunehmen, weil es einfach mega war. Wir haben so viele Leute kennengelernt, es hat so viel Spaß gemacht. Guck mal, du hast dort die Möglichkeit, so viele verrückte Spiele zu machen, Leute. Ihr könnt das teilweise so geil zu Hause nachmachen. Das müsst ihr unbedingt machen. Richtig geil. Ja. Und ja, einfach Connections sammeln. Das ist sehr wertvoll und extrem viel. Ich habe extrem viele Eindrücke gesammelt. Ja. Also wir können es empfehlen, auch wenn ihr wenn ihr mit Druck umgehen könnt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr nicht mit Druck umgehen könnt, probiert trotzdem, weil es macht Spaß. Ja. So. Und ich würde sagen, wir können schon mit Druck umgehen. Wir haben öfter mal Drucksituationen bei Wettkämpfen oder so. Da ist ja auch schon ein gewisser Druck, eine gewisse Aufregung. Deswegen denke ich mir, okay, hätte ich das jetzt vorher nicht gehabt, wie... Vor allem, ich dachte mir so, dann bei dem ersten, zweiten Spiel oder so, also ich bin jetzt, glaube ich, also dann habe ich mir also immer so vorgestellt, bin ich jetzt wirklich aufgeregter als bei meiner Fahrprüfung oder als bei der deutschen Meisterschaft oder so? Ich weiß es nicht. Und dann denke ich mir so, ja, es kommt eigentlich nah dran. Und dann dachte ich mir, boah, da steht jetzt eine 95, das heißt, es wären noch 94 Spiele bis zum Finale, die du schaffen müsstest. Und ich dachte mir so, als ob so viele Spiele, wie soll ich das durchhalten? Oder wie sollte ich das durchhalten? Und ich dachte mir so, boah, wir stehen ganz am Anfang und denken schon, wir sind hier, also wirklich... Das war so, das habe ich mir oft gedacht, als ich dann die Zahl gesehen habe. Und immer bevor dieser Anfangston losgeht, dann, also mein Herz ist gefühlt rausgesprungen. Ja. So 10 Sekunden vor. Ich stand dann immer so, zum Beispiel jetzt vor dem Tisch, bei einem gewissen Spiel. Bei diesem, den, ja, mit der Mutter oder so. Zum Beispiel, genau. Ich habe so, Anna, ich dachte mir dann immer, was machst du hier eigentlich? Warum? Du stehst hier mit, keine Ahnung, 90, 95 anderen Leuten und... Schon nach dem 5. Spiel war man mit den Nerven irgendwie so am Ende irgendwie, dass man sich dachte, also selbst wenn man rausfliegt, ist es ja irgendwie trotzdem auch eine Befreiung. Ja, das dachte ich mir da auch bei den ersten Spielen. Und, aber logisch, man will trotzdem weitermachen, aber ihr wisst, was wir meinen. Ich glaube auch die in anderen Sendungen dabei sind, wie GNTM, sage ich jetzt mal beispielsweise, und die rausfliegen, sind die traurig, aber ich glaube, die freuen sich auch trotzdem auf zu Hause und so. Und ich glaube, das kann man... denke ich mal, schlecht nachvollziehen. Ich glaube, bei GNTM oder so ist es jetzt noch heftiger an sich. Ja, weil dort bist du ja komplett abgekapselt. Oder wenn man freiwillig aussteigt, würde ich das jetzt im Nachhinein sagen, könnte ich verstehen, obwohl wir, das ist ja eigentlich
keine krasse Situation jetzt bei uns gewesen. Ja. Wir hatten Handys, wir konnten uns Eltern schreiben, wir konnten mit uns Eltern telefonieren und wir waren ja trotzdem nicht wirklich abgekapselt. Hm. Also jetzt nicht so krass. Aber du meinst aber, wenn ich bei GNTM jemand freiwillig aussteige? Ja, oder bei anderen, genau, bei anderen deutschen Sendungen. Da würde ich sagen, könnte ich verstehen, weil das ist dort noch krasser. Und ich glaube, danach bist du richtig krass im Loch. Boah, beim Bein halt an Daisy. Also ja, ich glaube, da muss man starke Nerven haben. Ja, ich meine, es vergeht auch, aber ich glaube, es bei jeder Sendung so. Weil man vermisst, also es ist ja dann halt dieser Tapetenwechsel wieder. Mhm. Von heute Morgen auf einmal wieder Alltag. So, ja, schon. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, wir wollten nochmal auf die erste Folge eingehen. Ich weiß gar nicht genau, bis welches Spiel gezeigt wurde, aber es wurden schon, ich will jetzt mal keine Zahlen, dass wir eine falsche Zahl nennen und dann Probleme bekommen, aber es wurden auf jeden Fall viele Spiele gezeigt. Leute, ihr könnt es übrigens, wenn ihr es verpasst habt, auf Join nachschauen, kostenlos. Also ihr müsst euch da vielleicht nur registrieren oder so, aber das ist ja kostenlos und dann könnt ihr die Folgen nachschauen. Und ihr müsst es unbedingt machen, Leute. Es ist so witzig einfach. Und also es waren ja 3 knappe Situationen bei uns. Hauptsächlich bei dir, aber eine auch bei mir. In der ersten Folge. Genau, ich glaube, das war Spiel 4 oder 5 oder so. Wo 4 mit den Fröschen. Genau, wo wir mit einem Löffel den Frosch in die Schale spielen mussten. Und ein Gummifrosch. Ein Gummifrosch, ja. Und so Gummibärchen. Ich war, glaube ich, unter den letzten 5 oder den letzten 10 oder so. Es waren 6. Oder 6, also Leute von 95, also das ist absolut, wo man denkt, scheiße, ey, es kann gleich vorbei sein, schon so früh. Überleg mal, beim 4. Spiel war ich schon, oder waren wir beide mit den Emotionen schon komplett drin und das war erster Drehtag, oder? Ja, 2. Ja, erster. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das war krass und ich war so komplett verzweifelt. Das ist ja auch allgemein, Leute, das sind ja dort so viele Glücksspiele, wo man das gar nicht so selbst in der Hand hat. Also hier konnte man schon ein bisschen was beeinflussen, aber sind wir mal ehrlich, das ist schon ein bisschen Glück auch. Ja. Aber Leute, ich kann spoilern, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe es geschafft. Ich glaube, sonst würde ich anders über dieses Spiel hier sprechen. Aber und dann bin ich so, ich war so richtig fokussiert, dachte mir so, scheiße. Ich dachte mir so, Annabelle, nicht weinen, nicht weinen. Und dann dachte ich mir, okay, nicht weinen. Und dann ist eine Kandidatin neben mir fertig geworden, hat sowas von laut geschrien und dann war ich da alleine. Oder ich glaube, alleine auf dieser einen Reihe, in dieser einen Reihe und dachte mir so, fuck, shit. Und in dem Moment war es so, mental Breakdown. Man hat immer mehr Leute weggehen sehen und so, warst du alleine. Und in dem Moment hatte man schon, da müsste ich dann allein zurückfahren nach Leipzig und du bleibst dort. Und das ist ja auch im Kopf immer so, weil dann wären wir ja getrennt. Außer ich hätte mein Hotel dann noch irgendwie dazu gebucht, war aber, ja, je nachdem. Aber das war auf jeden Fall so eine Situation, wo ich dachte, okay. Und danach, wenn es eine knappe Situation, als die Situation so knapp war bei dem Spiel, war ich danach so, scheiße, Alter. Du hattest jetzt einen Schutzengel. Hast du denn beim nächsten Spiel auch einen Schutzengel, wenn du wieder eine knappe Situation hast? Und wann hatte ich eine knappe Situation noch in einem Spiel? Irgendein Spiel warst du, glaube ich, auch. Oder war ich das? Also ich war ja bei diesem Bierdeckel weitwerfen. Genau, da hattest du eine knappe Situation. Ja. Also Bierdeckel weitwerfen, Leute. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber es war ein knappes Ding, du warst vorletzt. Leute, also das waren aber, ich muss sagen, oh sorry, ich habe ans Mikrofon gefasst. Also ich habe es ja geworfen und es war nur 2 Zentimeter von, also 2 Zentimeter von der Schlechteren. Ich glaube, du musst jetzt keine Spieldetails erzählen, ich glaube, wenn keiner die Sendung geschaut hat dann. Und ich habe aber schon trotzdem deutlich gesehen, dass meins trotzdem 2 Zentimeter weiter ist. Also ich war im Fernsehen, sieht jetzt so aus, als hätte ich keine Ahnung gehabt und hätte jetzt auf die Jury, sage ich mal, wie sagt man, den Schiedsrichter warten müssen, bis der. Aber ich habe schon gesehen, dass ich weiter bin. Es war zwar nicht wirklich sehr, sehr knapp, aber ich war schon beruhigt. Also. Und bei mir auch, also auch alle gesagt, ja, jetzt mache ich jetzt weiter. Und ich war dann auch so, okay, deswegen war ich auch, konnte ich mich gut kontrollieren, aber es war trotzdem. Oder ganz schlimm, also Ich hatte ja komplett Angst vor diesen Wissens- und Denkspielen. Und dann kam dieses Musikerraten aus Film, Leute. Wie viele Jahre habe ich keinen Film mehr geschaut? Wirklich? Mhm. Wir haben ja vorher noch im Interview auch gesagt, habt ihr auch gesehen, wirklich keinen Plan von Filmen. Ja. Und dann schreibt Maria, da kam eine Filmmusik von der Pate.
Und Maria schreibt der Bate. Und du kannst aber gerne erzählen, wie es dazu gekommen ist. Stopp. Heißt es der... Du musst ganz dringend pullern. Heißt es der Pate? Also mit P. Und mit R auch? Ich glaube mit R. Pate. Oder Pate? Keine Ahnung, was für ein Film das ist, Maria. Ich hab keine Ahnung, ob das ein Trickfilm ist oder ein normaler Film. Ich glaube, es ist ein normaler Film. Ich glaube auch. Aber keine Ahnung, worum es geht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Das Spiel wurde im Endeffekt ja eh nicht gewertet. Das wäre auch egal gewesen, weil ja einer freiwillig rausgegangen ist. Aber das wussten wir alle ja nicht. Oder und vielleicht wusste es zu dem Zeitpunkt auch keiner. Also, wie? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Wir sind in Sachsen. Da sagt man der Bate. Ja. Und in Sachsen, da kann man auch mal der Bate sagen. Also, ganz einfach. Ich weiß auch nicht, warum das hier nicht gewertet wurde. Aber nein. Nein, aber... Ist ja auch keine Rolle, spielt ja auch keine Rolle, du hast es ja. Ich habe auf jeden Fall Sendezeit bekommen und das war mir auch zu diesem Zeitpunkt... Du wolltest doch einfach nur Sendezeit, genau. Maria, du kannst es doch einfach mal sagen. Mir war das ein bisschen spannend. Wirklich, mir war das und mir ist das so unangenehm, dass ich der Bate geschrieben habe. Wirklich, ich habe diesen Filmnamen noch nie in meinem Leben gehört. Wir haben da Nachrichten bekommen, Leute, von euch, die dann gefragt haben, wart ihr das? Weil man hat es nicht immer so ganz gesehen, ob wir das waren. Aber Leute, auch wie... der Moderator, also Flo Schmieso, so gelacht hat und dann hat er so seine Story gemacht und wirklich, und dann wurde es noch repostet und alles. Ich meine, ich habe es auch repostet, aber ich dachte mir wirklich, in dem Moment, wo das passiert ist, wo wir es gedreht haben, Boden geh auf, wenn das gezeigt wird, wie peinlich. Und es wurde noch detailliert. Das war mir auch peinlich, dich da als Zwillingsschwester, wie du da der Bate schreibst, dann schreib wenigstens richtig. So, und dann musste ich natürlich zurück, weil es hat nicht gezählt und dann wusste ich halt weiterweise hi, aber ja. Vor allem, es wussten ja wirklich Leute danach nicht. Harry. Titanic war es. Titanic. Aber gut, es war eine andere Stelle. Aber trotzdem, in dem Moment, wenn man an der Seite steht, denkt man sich so, und in Safe ist, denkt man sich so, ja, Titanic natürlich. Aber in dem Moment, der Kopf ist ausgeschaltet. Ja. Es sieht so leicht aus, aber wenn man dort sitzt, ist es was ganz anderes. Deswegen auch, wenn man bei Wer Millionär ist oder so. Ganz andere Situation bestimmt. Ja, ich kann mir das auch so vorstellen. Deswegen, Leute. Ja. Entschuldigt mir, diese peinliche Situation. Ja. Das war auf jeden Fall so ein paar Infos zur ersten Folge. Ihr müsst unbedingt morgen wieder reinschalten oder vielleicht ist die Folge auch schon online und zwar am 28. Ja. August. Ich freue mich sehr auf die Folge. Wirklich. Ja, es wird wieder sehr, sehr lustig, amüsant und interessant. Und ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch kaum noch an Spieler erinnern. Eben, deswegen ist es auch für uns sehr interessant, das so zu sehen. Und weil die Dreharbeiten waren ja auch schon 10 Monate her. Ja. Leute, 10 Monate. Gebt uns auf jeden Fall gerne mal Feedback dazu, wie ihr die Show findet, wie ihr uns wahrgenommen habt oder wie ihr allgemein so die Kandidaten findet, wie ihr die Spiele findet. Und es würde uns mal sehr interessieren. Gebt uns da gerne Feedback dazu bei Instagram oder bei TikTok oder bei YouTube oder irgendwo. Das würde uns extrem freuen und wie wir auch so rüberkommen. Ich glaube, viele haben geschrieben, er kommt mega sympathisch rüber. Ich finde, hoffe ich. Ja, ich finde es, weil ich hätte mir gewünscht, dass wir unser Make-up drauf gemacht hätten. Ja. Weil wenn man weint, dann ist das Gesicht komplett überrötet. Ja. Zumindest bei uns. Aber im Endeffekt, Leute. Reality zum Thema. Ja, wir haben nichts zu verbergen. So. Ist so. Und deswegen heult man auch mal los oder so. Ja. Ich denke mir so, scheiß drauf. Ja. Man kann sich ja nicht beherrschen in so einer Drucksituation. Ganz komisch. Total. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja. Also Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Podcast-Folge. Schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Und ich bin müde. Ich müsste eigentlich ein Powernap machen. Ja, aber ich glaube, jetzt ist es spät. 16.47 Uhr? Ja, 16.47 Uhr ist schon ziemlich spät für ein Powernap. Aber safe kann ich nachts trotzdem gut schlafen. Ich weiß es nicht. Ich habe null Schlafprobleme. Ja. Ich penne ein und wache morgens auf und habe gefühlt, ich war zwischenzeitlich tot. So tief schlafe ich. In letzter Zeit wache ich öfter mal auf. Naja, ist auch egal, spielt absolut keine Rolle gerade. Aber ich würde sagen, lasst gerne eine gute Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat oder es informativ war. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Vielleicht machen wir nochmal eine extra Q&A-Frage, vielleicht auch nach allen, wenn alle Folgen ausgestrahlt sind. Da kann man einfach mehr erzählen. Wir können natürlich jetzt nicht von zukünftigen Folgen erzählen oder von der zukünftigen Folge. Und ja, ich würde sagen, schaltet ein, Leute, auf Sat.1 und
Ja, aber übrigens auch ein Highlight bei Instagram 99. Eine schlägt sie alle. Da seht ihr auch nochmal alle Szenen, wo es vielleicht etwas knapp war. Ja, ansonsten so. Schaut gerne bei Joyna. Dort könnt ihr es auch nachschauen. Und wir hören uns. Tschüss. Ciao.